Wolfgang Pirklober von den Grünen. Ja, danke, Herr Präsident. Hohes Haus, meine Damen und Herren. Ich möchte anknüpfen an die Statements meiner Kolleginnen und Kollegen, was die Bürgerinnenbeteiligung in diesem Haus betrifft. Ich glaube, das ist wirklich ganz entscheidend, dass dieser Ausschuss, Kollege Lipic hat darauf hingewiesen, aber auch der Kollege Gahr, dass wir hier versuchen müssen und sollen, die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger möglichst in die konkrete Arbeit einzubeziehen. Und ich denke, da gibt es noch Verbesserungspotenzial. Nehmen wir ganz konkret, morgen werden wir auch noch darüber diskutieren, das Volksbegehren TTIP, TISA, CETA. Wir haben im Petitionsausschuss hatten wir zahlreiche Gemeinderesolutionen, Initiativen. Wir haben das in einem Hearing behandelt im Ausschuss und wir hatten dann uns auch weiterhin dafür eingesetzt, dass es eine parlamentarische Enquete gab. Auch diese parlamentarische Enquete haben wir durchgeführt. Leider nicht öffentlich, sage ich. Leider nicht öffentlich. Und da gibt es ein gutes Protokoll. Und jetzt hat die Initiative von NGOs, Bürgermeistern aus Niederösterreich, die ich von Beginn auch an unterstützt hat, dieses parlamentarische Volksbegehren initiiert, es ist durchgeführt und wir werden weiter auch im Haus darüber uns unterhalten. Das ist also das ganze Setting von Möglichkeiten, das Bürgerinnen und Bürger haben, sich einzubringen. Aber was fehlt noch, werte Kolleginnen und Kollegen, ist die Verbindlichkeit. Die Verbindlichkeit, wie wir mit diesen Initiativen umgehen. Und da kämpfen wir schon so lange darum, dass es hier zu substanziellen Verbesserungen kommt. Wir haben das eine, die Online-Unterstützung. Und man sieht auch ohne große PR-Arbeit, viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich an diesem Online-Unterstützungssystem. Schauen wir uns an zum Beispiel Ehe gleich, Partnerschaft, die Ehe für gleichgeschlechtliche Partner, mehr als 38.000 Unterstützungen bisher oder die Initiative von der Kollegin Mückstein und Klawischnik, die Psychiatrie auf Krankenschein, bereits über 12.000 Unterstützungen auch online. Also man sieht starke Beteiligung auf diesen Foren und das ist ganz wesentlich und da können wir auch gemeinsam stolz sein, das haben wir erreicht. Was noch fehlt, sind zum Beispiel eine Online-Einbringung einer Bürgerinitiative, dass die möglich ist oder geschäftsordnungsmäßig eine verbindliche Anhörung der Initiatoren einer Initiative. Meine Damen und Herren, das erwarten sich Bürgerinnen und Bürger, dass sie mit uns direkt im Ausschuss sich austauschen können und dass dann auch die Fachabgeordneten sich mit dem auseinandersetzen. Und ein besonderes Anliegen, das ich persönlich seit mehreren Jahren verfolge, ist auch die Gemeindepolitik hier im Parlament besser abzubilden. Es ist eine Resolution, die hier von der Marktgemeinde Walding vorliegt, nämlich eine Resolution, die sich bezieht auf die Abstandnahme von einer Deckelung der Mindestsicherung für Mehrkindfamilien. Und ich sage Ihnen, das haben dort in der Gemeinde SPÖ Gemeinderätinnen und Räte mit grünen Gemeinderätinnen beschlossen. Andere Resolutionen sind von allen Parteien unterschrieben worden oder unterstützt worden. Es gibt also ganz unterschiedliche Resolutionen. Und ich begrüße auch, dass die Kolleginnen und Kollegen von ÖVP und SP auch diese Resolutionen inzwischen ernsthaft auch mitbehandeln. Wir haben nämlich hier eine Stellungnahme der Österreichischen Armutskonferenz erhalten und eingefordert und die hat sehr schön gezeigt, dass diese Deckelung mit 1.500 Euro gerade für Mehrkindfamilien massive Einschnitte bringen würde und das sozial unverantwortlich ist. Also auch hier Entscheidungshilfe für die Fachabgeordneten, für die weitere Diskussion. Das ist möglich und das kann über gute Initiativen, gute Petitionen und Bürgerinitiativen geleistet werden. Besonders entscheidend zum Beispiel die Psychotherapie auf Krankenschein. Die Kollegin Mückstein hat sehr schön aufzeigen können, wie wichtig das inzwischen ist, wenn wir uns alleine anschauen, dass die Gründe für Frühpensionierungen, die Nummer eins bei diesen Begründungen, psychische Belastungen und psychische Gründe hat, dann sehen Sie, was für Dimension das für die Gesellschaft hat. Und es ist derzeit leider so, dass nur ein Bruchteil der Kosten erstattet wird von den Sozialversicherungsträgern. Und ich glaube schon, dass diese Initiative, Gott sei Dank ist sie dem Gesundheitsausschuss zugewiesen worden, hier
möglicherweise den Durchbruch bringt, dass wir hier wirklich, auch im Regierungsprogramm sind ja hier einige Aspekte erwähnt, dass es hier zu einer Verbesserung durch die parlamentarische Arbeit kommen kann. Das erwarte ich mir. Dafür sollten wir uns gemeinsam einsetzen. Und das könnte auch wieder ein Schritt sein, hier in der Aufwertung, in der besseren Gestaltung des Bürgerinitiativen- und Petitionsausschusses. Die Initiative, auf die ich auch noch eingehen möchte, zur Änderung des Starkstromwegegesetzes, der Kollege Lipitsch hat das auch schon erwähnt, diese Enquete im Wirtschaftsministerium, ja, die begrüßen wir, Kollege Lipitsch, aber warum haben wir dann diese Initiative nicht dem Wirtschaftsausschuss zugewiesen? Dort hätten die Abgeordneten dann inhaltlich auch drüber diskutieren können im Zusammenhang mit den Expertinnen und Experten der Enquete. Das wäre eigentlich die logische Konsequenz gewesen. Und daher, meine Damen und Herren, zum Schluss ganz wesentlich. Wir brauchen noch in dieser Legislaturperiode diese Geschäftsordnungsverbesserungen in der Geschäftsordnung des Hauses, damit diese Petitionen und Bürgerinitiativen formal besser als bisher noch besser behandelt werden und echt faktisch auch für die praktische Arbeit den Anstoß liefern, den sich die Bürgerinnen und Bürger erwarten und die ernsthafte Behandlung und Einbindung ihrer Anliegen. Dankeschön. Wolfgang Pirkelhuber von den Grünen erklärt, wie wichtig es sei, dass sich Bürgerinnen und Bürger in Form von Initiativen oder Volksbegehren in die Arbeit im Nationalrat einbringen können.